Das Benning IT101 ist ein handliches und robustes Isolations- und Widerstandsmessgerät für die schnelle Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Geräten und Maschinen. Im Lieferumfang bereits enthalten sind hochwertige Sicherheitsmessleitungen mit Krokodilklemmen, eine verstärkte Prüfspitze mit integrierter Testtaste, ein Gummischutzrahmen, ein Magnetaufhänger und eine praktische Schutztasche. Über den griffigen Drehschalter kann eine der fünf Prüfspannungen von 50 bis 1000 Volt Gleichspannung zur Isolationswiderstandsmessung angewählt werden. Die Messung startet wahlweise über die Testtaste am Gerät oder über die schaltbare Prüfspitze. Sollte an dem Prüfobjekt eine gefährliche Spannung größer 30 Volt anliegen, warnt eine rote LED vor dem Anliegen einer Fremdspannung und die Messung wird blockiert. Um eine Dauermessung mit kontinuierlich anliegender Prüfspannung zu aktivieren, betätigen Sie zuerst die Lock-Taste und anschließend die Test-Taste, um die Messung zu starten. Zur schnellen Beurteilung des Isolationswiderstandes kann einer der 12 gespeicherten Grenzwerte ausgewählt werden. Sofern der gemessene Isolationswiderstand größer als der gewählte Grenzwert ist, wird dies eindeutig über die grüne Pass-LED bestätigt. Über das große LC-Display mit integrierter Bargraphanzeige werden der gemessene Isolationswiderstand und die tatsächliche Prüfspannung angezeigt. Zusätzlich kann der errechnete Leckstrom ausgegeben werden. Die Hintergrundbeleuchtung aktiviert sich automatisch über einen Lichtsensor bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Für die Beurteilung des zeitabhängigen Isolationswiderstandes von elektrischen Maschinen kann die Messung des Polarisationsindex oder des dielektrischen Absorptionsgrades ausgewählt werden. Alle erfassten Messwerte lassen sich in dem internen Messwertspeicher auf 500 Speicherplätzen hinterlegen und zu einem späteren Zeitpunkt über das LC-Display aufrufen. Eine weitere sicherheitsrelevante Messung ist die Durchgängigkeitsprüfung von Schutz- und Potentialausgleichsleiterverbindungen. Das Benning IT101 verwendet hierfür einen Niederohm-Messbereich mit einem definierten Prüfstrom von 200 mA, der über eine separate Messbuchse abgesichert ist. Messleitungen unterschiedlicher Länge lassen sich über die Nullabgleistaste kompensieren, damit sie das Messergebnis nicht beeinflussen. Insbesondere für industrielle Anwendungen bietet das Benning IT101 eine Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 Volt im Echteffektivwert-Messverfahren TrueRMS. Somit wird sichergestellt, dass Messwerte auch nicht sinusförmiger Signalverläufe präzise erfasst werden. Zusätzlich können hochfrequente Signalüberlagerungen über einen zuschaltbaren Tiefpassfilter unterdrückt werden. Ein weiterer Vorteil ist die automatische Wechsel- bzw. Gleichspannungserkennung, sodass das Messgerät immer in den korrekten Messbereich schaltet. Trotz der kompakten Abmessungen bietet das Benning IT101 einen optimalen Schutz für den Anwender. Die höchste Messkategorie CAT 4 bis 600 Volt ermöglicht den sicheren Einsatz bis zur Quelle der Niederspannungsinstallation. Aufgrund des sehr umfassenden Funktionsumfangs ist das Benning IT101 ein unverzichtbares Messgerät für alle Wartungsarbeiten und die gezielte Fehlersuche innerhalb der Industrie, des Handwerks und im Service.